Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Flui, für die Leute, die mich bislang noch gar nicht kennen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Tutorial von Sword Art Online, Alicization, Lycoris, und zwar zu der Trophäe. Im Englischen heißt sie Neither a Test Player nor an NPC. Im Deutschen wird sie genannt weder Testspieler noch NPC. Hier auf der PlayStation 4 hat sie einen Seltenheitsgrad von 1,7% und die Aufgabe dazu ist, erreiche den Zuneigungsrang 2 mit 100 Leuten. Es ist einer der schwersten Trophäen hier in Sword Art Online Alicization Lycoris, und weil die halt so schwer ist, dachte ich mir, mache ich mal ein Tutorial dazu, denn was ihr dazu machen müsst, ist eigentlich relativ einfach, aber dennoch schwer. Und zwar müsst ihr erstmal 100 Leute hier bei der Freundschaftsliste bekommen. Hier habt ihr ja noch euren paar Mid-Character. Die dürft ihr aber nicht mit hinzuziehen. Ungefähr 27 Character sind das hier oder 23 Character mit den DLCs. Auch Riona gehört nicht dazu. Also alles ab Riona darunter braucht ihr im Grunde genommen 100 Freunde. Und ihr müsst im Grunde genommen den Zuneigungsrang auf Level 2 bekommen, so wie ich das hier ebenfalls schon getan habe. Und das müsst ihr im Grunde genommen 100 Mal machen. Doch wie bekommt ihr überhaupt diese 100 Freunde? Das möchte ich euch im Grunde genommen nun zeigen. Am besten geht ihr dafür auf irgendeine Ebene. Also es ist völlig egal, auf welcher Ebene ihr geht. Es ist wirklich völlig egal. Dazu müsst ihr dann euch hier irgendeinen Speicherpunkt suchen, müsst euch dahin teleportieren. Und wenn ihr auf dieser Ebene seid, dann könnt ihr ja hier ein bisschen herumlaufen, und was ganz wichtig ist, ihr findet dann hier Charaktere. Das zeige ich euch hier gleich. Und zwar nach einer Zeit, seht ihr hier, sind diese komischen grünen Flecken da auf der Karte. Und das sind im Grunde genommen andere Spieler bzw. andere NPCs. Diese könnt ihr nämlich tatsächlich in eure Party mit aufnehmen. Geht einfach mal am besten zu einem dieser NPCs. Ihr könnt die ja auch theoretisch markieren, um diese dann zu suchen. Meistens befinden die sich halt kurz nachdem ihr auf der Karte gespawnt sind, werden die dann halt auch auf der Map gespawnt. Also wenn ihr zum allerersten Mal diese Map betretet, müsst ihr mal kurz ein bisschen warten, bis die tatsächlich spawnen. Und dann befinden sich ja hier schon die Charaktere. Geht einfach zu denen hin, helft denen ganz kurz. Oder wenn sie frei herumstehen, ist es natürlich noch besser. Und dann habt ihr ja hier die Möglichkeit, mit ihnen zu interagieren. Klickt einfach auf Kreis und dann steht ihr hier Gruppe prüfen. Schaut aber erstmal, ob die überhaupt in eurer Party schon mal waren. Im Status könnt ihr das sehen, ob die schon mal waren. Und sobald ihr gesehen habt, okay, die sind im Freundschaftslevel Level 0, das ist sehr gut, müsst ihr sie in eure Party einladen. Als nächstes braucht ihr irgendeinen Boss, der sich hier auf der Ebene befindet. Das ist völlig egal, was ihr für einen Boss macht. Es ist ganz wichtig, dass immer dieser lila Umkreis da ist. Also ihr könnt nicht nur gegen eine Ulpa kämpfen, sondern am besten ist es wirklich so, dass ihr eins dieser großen Bossmonster kämpft. Stellt am besten auf einen relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad, um damit ihr relativ schnell die Bosse bekommt. Denn nicht vergessen, wie ihr seht, sind das 4 Charaktere, die jetzt hinter euch laufen. Das heißt, ihr bekommt nämlich am Ende nur 4 Freunde. Denn das Problem ist, sobald die nämlich noch auf Freundschaftsrang Level 0 sind, befinden die sich nicht in eurer Freundschaftsliste. Ihr müsst die erstmal auf Freundschaftslisten Platz 1 setzen, also dass sie im Freundschaftsrang Level 1 erreichen. Und das könnt ihr nur bekommen, Freundschaftslisten Rang 1, indem ihr mit sie kämpft. Das Problem ist, dass das ziemlich lange dauert, wenn ihr gegen normale Gegner kämpft, damit sie in eurer Party sind. Aber wenn ihr eins von diesen Bossmonstern besiegt, geht das relativ schnell. Denn müsst ihr nämlich nur ein einziges Bossmonster bekämpfen und sind sie in eurer Party. Das könnt ihr dann hier direkt sehen. Ihr seht, statt 123 steht da plötzlich Level 127 Freunde. Und dann habt ihr im Grunde genommen schon das erreicht. Wie gesagt, ihr müsst so ungefähr 126, 125 Freunde bekommen. Und dann könnt ihr sie theoretisch auch schon aus eurer Party schmeißen.
Und dann könnt ihr im Grunde genommen schon die nächsten Freundinnen suchen. Wie gesagt, 127 ungefähr braucht ihr. Sobald ihr das getan habt, sobald ihr im Grunde genommen genug Freunde habt, geht einfach wieder zurück in die Hauptstadt. Jetzt seid ihr erstmal wieder zurück in der Hauptstadt, wie ihr sehen könnt. Meistens habt ihr das Problem, dass noch ein Charakter mit euch hinterherläuft, wie zum Beispiel Alice. Da ist es jetzt wichtig, schmeißt einfach hier Alice, Ronny und Tease jetzt einfach aus der Party. Sortiert nach Zuneigungslevel und dann findet ihr Hoop. Da ist er, wie ihr sagt, er ist jetzt in eurer Party. Und dann könnt ihr hier irgendwo in der Stadt, das ist völlig egal, wo ihr das macht, könnt ihr im Grunde genommen mit ihm interagieren und im Grunde genommen das Gespräch starten. Hier ist es nun wichtig, dass ihr mit diesen Charakteren tatsächlich sprecht. Und diese müsst ihr dann immer auf 20% bringen. Manchmal ist es ja auch 21%, also ich würde euch empfehlen, immer 21% anzuvisieren. Und ihr seht, dass ihr hier immer je nach Gesprächsauswahl gewisse Punkte bekommt und dass diese Prozentanzahl sich steigert. Wie gesagt, ihr müsst das nur bis 20% machen, aber das Problem ist natürlich, dass es ziemlich lange dauert, bis ihr endlich mal die ganzen Charaktere in eure Party bekommen habt. Ich meine, 100, ihr vergisst nicht, ihr müsst 100 Freunde in eure Party bekommen und vor allen Dingen müsst ihr diese 100 Leute alle auf 20. Sobald ihr nämlich die 20% hat, wird nämlich der Zuneigungsrang Level 2 erreicht. Und das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Wie gesagt, es ist eine Trophäe, wo ihr ziemlich lange arbeiten müsst, halt einfach, weil ihr 100 NPCs in eure Party packen müsst. Und mit diesen 100 NPCs müsst ihr alle die 20% erreichen. Das ist eine Trophäe, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber man muss ja auch sagen, dass es eine Trophäe ist, die haben nicht so viele. Ja, und sobald ihr im Grunde genommen die 21% bzw. die 20% erreicht habt, habt ihr dann auch die Trophäe. Wie gesagt, ihr müsst das 100 Mal machen, also 100 Charaktere in eure Freundschaftsliste machen und 100 Mal mit diesen interagieren. Wie gesagt, das ist eine Trophäe, die dauert sehr lange und ist auch ziemlich aufwendig. Aber wie gesagt, deswegen steht ja auch ultra selten und deswegen haben wir ja auch auf der PlayStation 4 gerade mal 1,7% diese Trophäe. Ja, wie gesagt, ihr müsst so ungefähr ja 125 Charaktere hochleveln, wenn ihr die DLCs, also mit Philia und auch mit Steria und halt unter anderem auch noch mit Riona in eurer Party habt, dann habt ihr es im Grunde genommen geschafft. Ich hoffe, euch konnte dieses Tutorial helfen und ihr werdet jetzt ebenfalls euch diese Trophäe ganz easy holen. Wie gesagt, Aufwand ist ziemlich hoch, aber Ertrag ist doch schon ziemlich cool. Falls euch das Tutorial geholfen hat, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr aber noch weitere Fragen habt zu diesem Tutorial und ihr das noch nicht ganz verstanden habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ansonsten schreibt in die Kommentare, ob euch das Tutorial hier geholfen hat. Und ja, falls ihr es natürlich noch nicht getan habt und Bock habt auf mein Sword Art Online Alicization Lycoris Projekt, dann abonniert und aktiviert doch die Glocke, denn verpasst ihr nämlich keine neuesten News rund um Sword Art Online Lycoris und rund um das Sword Art Online Universum. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.